wunderschönen guten Morgen und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe mich gerade auf die Waage gestellt und habe festgestellt, 68,9. Wir hören jetzt auf mit den Süßigkeiten. Wir nehmen uns das mal ganz fest vor. Besser ist. Naja, für die Zähne sowieso. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei meinem Vlog. Heute ist Freitag und legen wir los. Habe ich übrigens nicht gewaschen, weil sie sind nur nass, weil ich sie total nass gemacht habe, damit ich dieses eklige Puder rausbekomme von gestern. Aber ich werde heute wieder ein Video mit den Haaren machen, deswegen habe ich sie mit kaltem Produkt belastet sozusagen. So, mal hier überall aufmachen. Ganz schön kühl und windig, ja, aber die Sonne scheint. Egal. Hier kann man einfach so weit mal zu machen ein bisschen. So. Und dann schauen wir mal, was wir wurde gerade unterbrochen im Dreh, weil meine Tochter mich geholt hat. Unten ist eingebrochen worden bei den Nachbarn. Die ganzen Polizisten sind da jetzt. Wir rufen jetzt den Nachbarn mal an und sagen dem Bescheid. Ich sag's euch, ne, das ist doch echt. Ich verstehe es nicht. Die alles vor Polizei dann. Es ist eingebrochen worden. Naja. Ja. Er weiß Bescheid. Okay. Jetzt ist gerade die Mutter von ihm gekommen. Ah. Das ist, die Alarmanlage ist ausgelöst worden und die Fensterscheibe ist dann kaputt. Ah. Und vielleicht ist ja auch nur ein Tier gewesen, weil da ist ja Wald. Ah. Oder ja, eigentlich ist es schon eher zu lange da und warten. Und jetzt haben wir vielleicht einen Schlüssel und gehen da rein. Okay. Ja, sag mal. Okay, alles ja, klar. Ja, auf jeden Fall, ich denke mir, das ist ein Einbruch, weil direkt nachdem die weg sind, ja. Direkt, das ist ja nicht mal so. Ja, also genau. Das ist schon sehr auffällig. Ja. Naja. Ja, okay, dann wissen wir ja Bescheid. Wir haben die nämlich anrufen lassen von Gazi, weil das ist ja. Aber die stehen da immer noch alle. Und ich weiß auch nicht, warum die da alle immer so stehen. Aber wahrscheinlich ist da schon jemand drin, ne? Da ist jemand drin. Da wäre ich längst weg wahrscheinlich. Warten, bis die vielleicht rauskommt. Das sind sicher die Eltern. Diese mit dem blauen Ding sind Mama wahrscheinlich. Siehst du? Habt ihr ja gehört, also es ist wohl so, die wussten das schon, klar, die haben ja auch Eltern und alles hier, die da immer, die haben es sicherlich auch bemerkt, weil die Eltern stehen vor der Tür und also es ist schon gut, dass meine Miley immer da ist, ne? Also wird ja immer gemeckert über meine Miley, weil sie bellt und knurrt, aber sie weiß schon, wenn jemand kommt und wenn jemand da ist, das weißt du schon, ne? Ja, ja, machst du mal ganz gut. Ja, das machst du alles gut, ne? Ja. Gut, ich muss weiterarbeiten. Ich habe eben zwei Videos abgedreht, die muss ich jetzt schneiden. Und mein letzter Vlog-Teil ist noch nicht ganz fertig. Den habe ich zwar schon hoch, aber er ist noch nicht, sag mal, mit Thumbnail und Bild und allem bestückt. Und du willst jetzt auch raus. Ich weiß, wir gehen gleich raus, ne? Ja. Ah, die ganze Polizei ist immer noch da. Na, die versuchen da immer noch mit Leiter. Ich weiß nicht, ob die da jetzt noch nicht reinkamen, aber eigentlich haben die Eltern ja auch einen Schlüssel. Ich weiß nicht, also sicherlich sind die Polizisten schon drin und die stehen da draußen. Ja, schminken wollte ich mich einmal auch noch gleich. Deswegen müssen wir jetzt weiterarbeiten. Ja, ich habe mich eben geschminkt, habe ein Video abgedreht. Das muss ich jetzt gleich noch bearbeiten. Aber ich möchte meine Wimpern noch, meine Augenbrauen ein bisschen verstärken. Deswegen mache ich das mal eben mit euch und dann würde ich mit dem Hund rausgehen wollen. Es ist mega windig. Wir werden auch gleich mal meinen Mann anrufen. Das habe ich noch nicht gemacht. Mal gucken, ob Töchterlein das gemacht hat.
warm. Und dann werde ich mit dem Hund rausgehen in dieses windige Ereignis da draußen. Dann gucke ich mal eben, was mit den Nachbarn ist. Ob die wohl alle wieder weg sind jetzt. Schauen wir mal. Dann mit dem Hund raus. Ui. Nummer 10.a. Standpunkt auf Anamnese oder nicht? Also auf den Zustand nach Anamnese oder sowas. Ist das. Knochen werden alt. Was ziehe ich jetzt für eine Jacke an? Nee, ziehen wir immer. Ja, nee, das ist zu kalt. So. Krankenhausessen. Ja, so Kartoffeln mit Gemüse und Gemüsesalz. Und ja, da kommen Erinnerungen. Ja. Das ist nichts für dich. Komm, Meili, wir gehen mal raus. Hast du, ich brauche noch. Hab ich? Hab ich? Okay. Dann los. Und wieder draußen. Und dabei. Es ist mega windig, relativ kühl. Ich friere tatsächlich ein bisschen in der Jacke. Ich habe ja auch nur ein T-Shirt an, wie ihr eben gesehen habt. Ich mir schon gedacht, dass das zu kalt wird, aber ja, egal. Das klappt schon, keine Angst. Bleib in der Sonne. Briefträger mögen die Hunde nicht, ne? Das fand mein eben auch gar nicht gut, dass der Briefträger an uns vorbeigegangen ist. Ja, und ich habe meinen Mann noch nicht angerufen, werde ich aber gleich machen. Meine Tochter hat soweit alles gepackt. Alle Klamotten, alle Sachen. Müssen wir nur noch alles ins Auto und los. Dann haben wir aber noch ein Problem, weil wir mit zwei Autos fahren. Entweder ich bleibe mit dem Miley mit in das Auto meiner Tochter und passe gleichzeitig auf das Baby hinten auf, was mir nicht so lieb wäre, aber okay. Mein Mann nimmt dann die anderen Sachen mit. Die Klamotten und alles, was sie da sonst noch hat. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal besprechen. Weil ich kann Miley nicht zu meinem Mann ins Auto geben. Da würde sie gar nicht ruhig sitzen bleiben hinten. Und ja, es muss aber auch jemand hinten beim Baby sein. Und das Auto meiner Tochter muss ja auch gefahren werden. Das heißt, sonst müsste einer meiner Söhne kommen, damit meine Tochter beim Baby bleibt hinten. Ja, also schauen wir mal. Luxusprobleme, die wir schon gelöst bekommen. Aber ich habe, wie gesagt, mit meinem Mann noch nicht gesprochen. Wenn dem irgendwas Wichtiges in die Quere kommt, dann kann es auch durchaus sein, dass das heute nicht klappt, weil wir natürlich auch nicht nachts fahren. Ne? Außerdem müssen wir auch noch irgendwie einkaufen gehen, weil ich glaube nicht, dass wir da irgendetwas haben. Müssen wir auch noch bedenken, mir ist kalt. Ich glaube, ich gehe wieder zurück gleich. Oder wir gehen schneller. Mir fehlen auch noch zwei Videos für morgen. Duty-Videos habe ich gedreht. Finanz ist jetzt nicht so wichtig. Das kann ich zur Not morgen auch noch machen. Ich habe auch für heute noch nicht eingestellt. Es ist aber abgedreht. Ich muss es nur noch einstellen. Das mache ich noch im Laufe des Tages. Aber ich habe für euch keine Vormittagsvideos morgen. Und ich glaube nicht, dass ich Zeit haben werde, morgen welche zu drehen.
weil wir ja frisch angekommen sind und ja, mit Baby, das muss ich ja auch erstmal eingewöhnen und so. Also deswegen könnte es sein, schon mal so zur Ankündigung, dass ihr dann meine Vlogs als Vormittagsvideos bekommt und ich dann die normalen Quatschvideos in den Abend lege. Muss ich mal gucken. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Jo. Das ist kein schönes Wetter. Wenn die Sonne weg ist, ist es mega kalt. Boah. Naja. Sogar meine Beine frieren. Emma fand die Jacke schick. Die hat mich gefragt, wo ich sie her habe. Die hätte sich die Jacke auch gern gekauft. Ja. Aber gab ja nur noch eine. Ich hätte ihr die jetzt auch gegeben, aber ich glaube, die ist ja ein bisschen zu klein. Die ist ja sehr viel breiter oben als ich. Naja. Findet sie schon irgendwo irgendeine. Ja, wenn die Sonne scheint, ist gut. Aber wenn sie weg ist, ist kalt. Das sind unsere Pläne für heute. Guck mal, die Bäume da hinten, wie schief, die stehen schon. Das ist aber mega gefährlich. Die könnten ja auf das Haus da hinten fallen. Naja, aber wenn sie fallen, fallen sie, glaube ich, auf die Terrasse und so. Am Bahngelände seht ihr diese beiden Bäume. Die stehen mega schief. Also beim nächsten Sturm sind die ab. Und dann fallen sie nämlich auf das Haus da, beziehungsweise auf die Terrasse. So. Mit dem Einbruch, das war ja was, ne? Also, wir haben das nämlich gesehen, dass da, oh, jetzt kommt der Hund, der immer da so bellt, der hat auch einen Maulkorb um, der ist wohl nicht so nett. wir haben das ja gesehen, dass die Polizei vor dem Haus überall reingeht. Emil ist auch gleich hin und hat gefragt, weil es sind ja unsere Nachbarn und die wollten aber natürlich nichts sagen, haben gesagt, gehen Sie bitte wieder zurück und dann ist sie natürlich auch wieder ins Haus. Und ja, dann haben wir die Nachbarn angerufen, beziehungsweise Gazi hat angerufen, weil Emil hatte die Nummer gar nicht und hat Bescheid gesagt. Die wussten aber schon davon natürlich, weil die Eltern waren ja auch im Haus, wir haben es da gesehen, beziehungsweise liefen da auch rum. Und ja, mehr wissen wir jetzt nicht. Also Gazi wird uns nachher sicherlich erzählen, was da passiert ist. Jedenfalls sind die mit Leiter rein, mit die Polizisten und so, die haben eine Leiter angelegt und sind hoch. Von der Rückseite sind die wohl rein, die Einbrecher. Also das war schon echt beängstigend, ne? Und Miley bellt, ja, es ist windig, ich weiß, aber ihr hört mich trotzdem, ich merke sie am Schnitt. Miley bellt immer abends bei uns, immer. Also sie knurrt und bellt und kriegt dann meistens natürlich auch Ärger. Aber es hat schon seinen Grund, wenn Miley bellt. Sie hat das in Hamburg auch immer gemacht. Und ich bin ziemlich, guck mal, hier sind die Bäume, ne? Einer ist ja hier auch schon umgekippt, wie man sieht, beziehungsweise abgesägt. Der knallt auf die Garage, wenn der runterfällt, nicht aufs Haus, aber der würde wahrscheinlich nichts machen. Also ich glaube, der verursacht dann keinen Schaden. Nee, komm, wir werden lieber woanders hin. Naja, wo waren wir gerade? Genau, Miley hat in Hamburg auch bei unserem Haus immer gebellt und gerade ganz besonders nachts, ne? Da wird sie also abends, so wenn es dunkel wird und immer war auch irgendwas, wenn wir geguckt haben. Also fast immer, entweder lief da jemand rum oder es hat sich jemand vor die Tür gesetzt. Das kam auch oft vor, dass sie dann einen getrunken haben oder in unseren Vorgarten, da in diese Treppe da, hatten wir so einen Eingang bei den Mülldingern. Dass sie da hingepieselt haben. Ich habe auch schon mal jemand gesehen, der sich eine Spritze gesetzt hat da. Den habe ich dann verjagt. Das hat dann erstmal gedauert. Der musste sich erstmal wieder sammeln. Naja, also es gibt alles Mögliche, was da passieren kann. Und ein Hund ist natürlich immer gut. Und man denkt immer, ja, das passiert ja nichts. Und das hört man ja immer nur, doch, es passiert halt. Ne? Und ein Hund schreckt ab. Nicht immer, aber es ist zumindest so, dass es eine Geräuschquelle ist. So, jetzt fängt es an zu regnen. Ne? Das ist ja schittig. Es ist man hört es ja, ne? Einbrecher sind ja darauf fixiert, gute Ohren zu haben und zu gucken, ob sie da auch rein können. Und Hund und bellen, und wenn da schon Hund sowieso ist, schreckt das ab. Deswegen habe ich mir ja damals auch, oh nein, jetzt muss ich mir die Mütze tatsächlich einmal aufsetzen, die ich ja eigentlich nicht mochte. Und mein Handy wird jetzt nass. Das heißt, ich mache euch jetzt gleich aus. Ja, seht ihr? Jacke eingeweiht. Naja, auf jeden Fall
Deswegen habe ich mir ja damals den großen Schäfer und, geholt, weil das eben viel zu gefährlich ist. Und das war ja eingebrochen schon bei uns, bevor ich den Hund hatte. Ne? Und seit der Schäferhund da war, kam auch keiner mehr von hinten rein. Also von der Wohnseite, wo der Hund ja war. Vorne war der Hund nicht, da war er auf der Gartenseite. Aber von vorne sind sie dann doch noch mal dreimal rein oder so. Also wir hatten öfters Einbrüche, auch mit Hund. Aber der war, wie gesagt, hinten und da war ja dann auch keiner mehr. Ne? Im Gegenteil, wir vermuten, seit wir Miley haben, die ja nicht mehr im Garten war, dann, dass da hinten im Garten tatsächlich dann aber auch Leute waren, weil wir hatten hinten ja so ein Lager und da waren ganz viele Dinge drin und die sind alle nicht mehr da. Also vermuten wir mal, dass da öfters jemand im Garten war. Die haben auch öfters hinten jemanden gesehen, ja, so ist ja nicht. Aber na gut. Es macht schon was aus, wenn man einen Hund hat und ein Haus und so. Da muss man schon, muss man eigentlich einen haben in den heutigen Zeiten noch viel mehr als früher. Naja, ich bin jetzt gleich größer. Da ist ein großer Hund, zwei Hunde. Schon wieder aufgehört zu regnen. Aprilwetter. Ich habe gerade etwas richtig Schlimmes gemacht. Ich habe wieder keinen Speicher gehabt und dann habe ich gelöscht. Ja? Und ich hatte noch ein Video, welches ich abspeichern nach der Renderung auf meinem Handy zwischenspeichern musste. Und dann habe ich das Video, welches ich zwischenspeichern wollte, gelöscht. Das heißt, ich habe eine halbe Stunde hier dumm rumgesappelt und habe es gelöscht. Also jetzt muss ich das nochmal abdrehen. Also das ist jetzt schon das zweite Mal in dieser Woche, dass ich das gemacht habe. Also langsam, es nervt. Es nervt wirklich. Ich bin wirklich schon am Überlegen, ob ich mir nicht ein Handy zulege mit viel mehr Speicher. Ja, wirklich, weil das ist so, so anstrengend. Und diesen Speicherstick, den ich da mir gekauft habe, den habe ich erstmal bei meinem Sohn. Den habe ich hier gar nicht, weil ich wollte hier nur ein paar Tage bleiben. Jetzt bin ich hier schon wieder ein paar Wochen. Das ist auch richtig doof, weil ich kann da nur zwischenspeichern. Also ich muss, was auf meinem Handy gespeichert ist, muss ich auf den Stick laden. Das dauert, habe ich probiert, das dauert auch ziemlich lange. Und dann muss ich es wieder von meinem Stick auf mein Handy speichern, um es dann bearbeiten zu können und wieder zwischenzuspeichern, wenn es rendert. Weil ich kann nicht von einer App auf direkt auf den Stick draufladen, sondern ich muss immer erstmal auf meinem Handy zwischenspeichern, was mir letztendlich nichts nützt. Also das ist nur so eine Notlösung, falls ich ein tolles Video habe, was ich da jetzt mal zwischenspeichere auf dem Stick. Also nee, da kannst du mich auch, das ist alles nicht so gut. Naja, meine Lieben, also will mich jetzt hier nicht bei euch beschweren, auf jeden Fall. Unten ist soweit alles gepackt, meine Tochter hat ihre Sachen und das ihres Kindes gepackt, jetzt bringt sie ihn zum Schlafen. Ich muss jetzt hier langsam auch mal vorankommen, bei mir liegt alles auf der Erde, ich muss hier auch sauber machen, ich muss meine Sachen einpacken, ich muss zum Müll gehen, mein Mann habe ich auch noch nicht angerufen, ich muss auch für meinen Mann noch Papiersachen erledigen, also ich habe noch richtig viel zu tun, deswegen, ja, heute ist alles ein bisschen komprimierter als sonst. Hier bin ich wieder. Ich bin zwar noch geschminkt, aber ich vergesse immer meine Augenbrauen zu rasieren. Das will ich jetzt trotzdem mal ganz schnell machen. Ich könnte mich aber auch noch mal schnell abschminken. Und dann machen wir das, würde ich mal so sagen. Es ist sowieso bald abends, schminken wir uns jetzt mal ab. Und ich nehme die Balea sanfte Reinigungstücher und mache den ganzen Salat mal wieder ab. Ja. Gut, ich muss immer riechen an allem. Ja, ich habe die ganze Zeit gearbeitet. Ich habe Video geschnitten und alles Mögliche. Mein Mann wollte eigentlich kommen heute und uns abholen. Aber ehrlich gesagt, das ist schon richtig spät. Und ich würde mal sagen, dass wir das morgen machen. So abends mit so einem Baby noch losfahren. Ich weiß ja auch nicht. Es ist jetzt, weiß ich nicht, gleich 7:30 oder so. Ich hatte Gazi eben auf Insta gesehen. Er wollte. Er war losgefahren. Schön, er ist aber auch noch nicht da. Irgendwie habe ich ihn auch auf so einem Seitenstreifen auf der Autobahn gesehen, keine Ahnung. So in so einem, ja, in so einem Fußgängerweg, aber auf so einer, nicht Autobahn, auf so einer Landstraße war das, glaube ich, komisch. Werde ich gleich mal Emil fragen, was die dazu sagt. Hat er irgendwie eine Panne oder was? Ich weiß auch nicht. Naja, egal. Wetter ist so furchtbar, es regnet, es schneit gefühlt, nee, aber es regnet, es stürmt, es ist überhaupt nicht schön.
Ich glaube auch alle Babys schlafen. Es ist jetzt ganz ruhig hier überall im Haus. Da die Sonne scheint, können wir uns eigentlich noch ein bisschen in den Garten setzen. Vielleicht mit einer Tasse Tee oder so. Und dann ein bisschen frische Luft schnappen. Oder ich gehe nochmal mit dem Hund spazieren. Bevor ich ihr Futter gebe. Die bettelt hier schon die ganze Zeit. Die hat nämlich Hunger. So. Das übrigens. Ich habe mir ja heute die Haare gewaschen. Mit gespült im Co-Washing-Programm mit Apfelessig. Und da würde ich jetzt ganz gerne mal gucken, wie das aussieht. Ich glaube, das ist für das Co-Washing-Programm nicht so geeignet. Vielleicht müssen sich meine Haare auch erst dran gewöhnen, aber sie sind strohig, sie sind gar nicht weich, sie sind auch nicht fluffig. Sind auch, ja, sie glänzen schon, aber irgendwie sind sie, fallen sie schon so ein bisschen fettig. Ich habe aber auch keinen puren Apfelessig genommen, sondern ich habe ihn ja verdünnt. Schaut euch das Video an auf meinem Kanal Beauty Over 50. Da habe ich euch gezeigt, wie ich das gemacht habe. Ich habe also 3 Esslöffel Apfelessig in 1 Liter Wasser gemacht. Das mache ich ja sonst auch nicht. Also ich mache das eigentlich immer pur oder 1:1 mische ich das Verhältnis für die saure Rinse. Aber ja, das hat nicht viel gebracht, fürchte ich, fürs Co-Washing-Programm. Da werde ich auf jeden Fall nochmal die Dosis erhöhen sozusagen mit Apfelessig. Aber das mache ich natürlich nicht heute. Und wir sind da jetzt auch fertig, würde ich mal sagen, mit Schminken und Haare für heute. Aber ich werde jetzt meine Augenbrauen machen. Dafür nehme ich jetzt die aus dem 1-Euro-Shop. Letztes Mal hatte ich ja die von Woolworth. Und werde mir das jetzt einmal schneiden bzw. rasieren, weil ich vergesse das immer. Mich nervt das tierisch hier beim Schminken. Ich hätte das ja gerne immer so schmal jetzt hier. Ich wollte das ja eigentlich alles, oh, die schneiden aber richtig gut, muss ich sagen. Ich wollte das ja einmal alles rauswachsen lassen und dann ausprobieren, wie mir das gefällt, aber gefällt mir nicht. Deswegen kommt sie wieder ab. Kommt alles wieder sehr schmal jetzt hier. Und sehe noch nicht so viel, weil es ist so dunkel hier gerade durch den Baum, aber ich glaube, es geht. So, das war's. Ja, wenn das gut schneidet, ne, dann geht das schnell. Ich hatte ja immer die Stumpfen in der letzten Zeit. So, siehst du? Alles wieder sauber. Ja, das schneidet aber richtig gut. Da kommen die ganzen blonden Haare ab. Ganz schön viel geworden in letzter Zeit. Ah, Vitamin D wollte ich mir noch bestellen. Ne? Das habe ich auch total vergessen. Vitamin D und Vitamin K1 oder K2, was war das? Ich weiß auch gar nicht. Muss ich mir neu bestellen. Mein Nacken ist sehr viel besser geworden, obwohl ich es vergessen habe, heute mich einzureiben, muss ich sagen. Das können wir eigentlich nochmal gleich machen. Habe ich total vergessen. Geht sehr viel besser, aber ist immer noch da, ist jetzt nicht weg. Also, ich sollte schon nochmal ein bisschen wieder einschmieren, einreiben damit. So, sind die wieder schick. Jetzt muss ich sie nur noch mal irgendwann färben. Das habe ich aber nicht hier, leider. Ich glaube, das habe ich bei meinem Sohn. Jetzt packe ich das mal hier rein und mache mir noch mal, nein, Miley, noch nicht. Ich nehme mir noch mal den Nacken ein, damit aber nicht so richtig doll, sondern nur so ein bisschen, dich hier nicht irgendwo jetzt... Dann werde ich mal nach unten gehen und gucken, wie weit die da unten sind. Aber es ist so ruhig. Also ich denke, die schlafen alle. Und meine Tochter sicher nicht. Die wird da rumwerkeln, denke ich mal. Ja, es ist schon sehr viel besser geworden. Das kann man eigentlich nicht anders sagen. So.
mir die Hände wieder waschen. Und was können wir noch machen, wir beiden? Oder wir hübschen? Nichts, weil ich muss mir erstmal die Hände waschen. Und vorher kann ich nichts anfassen hier. Haare können mal so locker ein bisschen runterhängen. Ich will mal den natürlichen Fall sehen mit dem Apfelessig, aber ich habe zu wenig benutzt. Ne? Das Fett konnte nicht so ganz rausgewaschen werden, glaube ich, aus dem Ansatz. Ja, ich werde demnächst auch mal wieder Kamillentee probieren und versuchen, ob wir das alles wieder ein bisschen heller bekommen. Das habe ich auch schon mal gemacht mit euch und da wollte ich euch das nochmal zeigen, wie das eventuell mit Kamillentee dann aussieht, das Gelb. Und dann hatte ich noch ein Video vor, ich weiß gar nicht mehr, was war das noch genau. Ja, genau, eine Zuschauerin hatte mir mal mit Backpulver ein Rezept gegeben, das können wir auch nochmal wiederholen. Naja, jetzt werde ich erstmal mit dem Hund was essen gehen, beziehungsweise werde Miley was zum Futtern geben, die schlawenzelt hier die ganze Zeit schon an mir vorbei.